Ideen. Ja, vielleicht hast du dich gerade gefragt, so viel Zeug und ja, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Wo kriege ich denn Ideen her? Auch dafür ist natürlich gesorgt. Es gibt Plan mit mir Videos. Die gibt es einmal hier in unserem Planer Buddy Club. Da benutzen wir die Sticker, die wir hier auch anbieten. Also wenn du hier zum Beispiel die Adventure-Kollektion benutzt, gibt es garantiert auch irgendwo ein Plan mit mir Video oder in einem Plan mit mir Video verwenden wir die Sticker. Das ist immer ganz praktisch, weil dann kann man das Ganze mal in Aktion sehen. Und dafür sind diese Plan mit mir Videos geeignet. Du kannst auch einfach auf YouTube gehen, Plan mit mir eingeben und du wirst wahrscheinlich ja mit ganz vielen verschiedenen Videos totgeschmissen. Aber Achtung, wenn du da einmal drin steckst, wenn du dir einmal diese Videos anschaust, dann hast du ein Problem. Du willst nämlich die Sticker, die in diesen Videos gezeigt werden, garantiert haben, weil du möchtest genau dasselbe Layout erstellen oder ein ähnliches Layout. Und die Sticker sind genau perfekt für dich geeignet. Deswegen haben wir hier im Planer Buddy Club diese Plan mit mir Videos mit drin, sodass du immer sehen kannst, wie wir die Kollektion verwenden für verschiedene Wochen, für irgendwelche Layouts. Aber bitte ein bisschen geduldig sein, das baut sich mit der Zeit erst auf. Wir veröffentlichen die Plan mit mir Videos immer passend zu der Kollektion, sodass du dann auch immer gleich Ideen bekommst, wie du die Sticker verwenden kannst. Ein anderer Hinweis wäre noch Pinterest. Pinterest ist auch eine Ideengrube. Wenn du da Plan, File-Faxing oder sowas eingibst, dann werden dir wahrscheinlich hunderte an verschiedenen Layout-Ideen gezeigt werden. Auch da kannst du mal immer reinlinsen und gucken, was andere so nehmen, wie sie ihr Wochenlayout aufbauen. Da gibt es so viele schöne Ideen. Und als File-Faxer ist das garantiert das Richtige für dich. Also einfach mal reinschauen und gucken, was andere so machen. Vielleicht ein paar Ideen klauen, nur nicht in die Falle tappen und wirklich alles ganz genau nachmachen wollen, ne? Weil dann wird das Hobby ein sehr teures Hobby und vor allen Dingen wirst du dann ganz schnell ziemlich viel Material haben.